Weiter geht's. Und wie war's auf der Erde? Es ging allen gut. Ich habe mir erst Sorgen um Piccolo und Son Gohan gemacht, aber es geht ihnen anscheinend bestens. Das hört man ja gerne. Verstehen. Dann können wir unser Training ja fortsetzen. Okay, was bringst du mir denn als nächstes bei? Was hat er denn bisher dir beigebracht? Nichts. Die Genki-Dama. Genki-Dama. Genki-Dama? Das klingt mächtig. Was ist das für eine Technik? Da erschaffst du eine kleine Kugel. Eine große Kugel, meine ich. Wenn du die Aufgabe erfüllst, die ich dir gebe, bringe ich sie dir bei. Geh zuerst in Emadaios Wald und hol mir den Geistkristall. Okay, Meister. Derselbe Emadaio Wald, in dem ich kürzlich war? Kürzlich, das war vor 10 Folgen oder so. Genau, ein Waldgeist hat den Kristall. Aber es gibt ein Problem. Erinnerst du dich, wie gerade wild wurde? Er stieß einen Emadaio-Baum um und versperrte den Weg zum Baum der Waldgeister. Aha. Baum der Waldgeister? Du kennst doch Grigori, oder? Er hat früher in dem Baum gewohnt. Der älteste Montgomery. Montgomery? Müsste den Geistkristall haben. Montgomery? Heißt er nicht bei Simpson, der komische alte Sack so? Aber der Weg ist doch versperrt. Wie soll ich ihn denn erreichen? Grigori weiß den Weg. Haha, deshalb habe ich ja diesen Nährstoff. Das Rezept ist geheim. Es ist ein Hobby von Bubbles und mir. Das hilft jeder Pflanze beim Wachsen. Bubbles Ding. Bubbles Ding, bestimmt seine Kacke. Einfach Kacke auf den Baum spüren, dann geht's. Puh, wie ihr das riecht. Bist du sicher, dass der Emadaio-Baum dadurch wieder normal wird? Ihr sagte doch Kacke. Einfach mal Bubbles Kacke. Haha, das garantiere ich dir sogar. Bist du bereit? Raditz hat insgesamt 5 Bäume zerstört. Wenn du sie alle heilst, sollte der Weg zum Baum frei sein, wo die Geister leben. Geh zu Montgomery und hol mir den Geistkristall. Okay. Kein Problem, ich bin bald zurück. Ach, nur damit du weißt. Was? Wenn du willst, kannst du jetzt auch die Kaioken einsetzen. Wirklich? Okay, Kaioken kennen wir. Juhu. Ja, du hast etwas gut gemeistert, was ich selbst nicht konnte. Ich bin beeindruckt, Son Goku, aber benutze sie nicht so oft. Wenn du die Kontrolle verlierst, könnte dein Körper zerstört werden. Kaioken. Ich bin jetzt schon ohne Kaioken zu stark und wenn ich mit Kaioken mache, prrrm, überschreite nie die doppelte Power. Verstanden? Eine stärkere Kaioken wäre zu viel für deinen Körper. Es würde das nicht aushalten und die Technik würde sich gegen dich wenden. Aha. Ich verstehe, Meister Kaio. Kaioken gelernt. Oder er lernt. Kaioken, Kaioken, wir haben Kaioken. Okay. Gehen wir mal in den Laden. Gab es nicht ein paar Sachen, die ich hier untersuchen konnte, noch? Okay, ich kaufe dann bei Grigori. Hier konnte man ja was kaufen. Gegnerforderer. Damit beginnst du eher stärkeren als schwächeren Gegner. Okay, das habe ich. Warte, kann ich noch ein paar Sachen bei ihm kaufen? Anscheinend schon. Ich will ja alles haben. So. So, so. Ich hab doch 20.000. Also ich kann ja kaufen. Versteckt den Effekt von... Ja, okay. Jetzt habe ich eigentlich alles gekauft. Gut, gut, gut. Wo ist Bubbles? Bubbles. Ja, okay. Speichern wir mal kurz. Okay, ich musste jetzt mit ihm ein bisschen trainieren. Und wir können jetzt ja Level, also die schwarzen Steine zerstören. Also im nächsten Part, oder in diesem Part, wenn es noch geht, werde ich die ganzen schwarzen Steine zerstören. Damit ich alle Schätze bekomme, die ich brauche. Und wo zum Teufel... Wo Taitos Gelände? Ich finde den einen Schatz nicht. Wo zum Teufel ist der? Bestimmt irgendwo in der Ecke versteckt. Oder ich musste einfach dieses schwarze Ding haben. Okay. Erwecken wir mal den Baum hier. Ja, Bubbles Kacke benutzen. Die Kacke ist ja sehr effektiv. Okay, jetzt haben wir das.
gehe erstmal nach oben. Und die Kämpfe, also wenn Gegner kommen, die wir noch nicht kennen, werden gezeigt, die wir schon gesehen haben, werden rausgeschnitten. Ach, erstmal kurz dahin. Okay, den vorderen haben wir noch nicht gesehen. Energiewellen-Kombo, sehen wir mal, ob das hilft. Würde ich mal sagen, ja. Ich könnte eigentlich hier gut leveln, würde ich mal sagen. Jetzt haben wir Kaioken, aber ich glaube, die Kaioken werde ich nicht so oft einsetzen. Oder doch? Kaioken plus Genki-Dama. Ja, seine Kacke benutzen. Jetzt haben wir zwei Bäume erweckt. Gut, so. Die haben wir schon gesehen, glaube ich mal. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir die auch genügend gesehen. Ich glaube, dass wir die schon gesehen haben. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich muss mal kurz die Kaioken auch wieder ein bisschen verstärken, dass sie auf Level 3 ist. Dann setze ich die beim Gegner ein und dann mit der Kombination und dann ist der Gegner weg. Eiskalt weg. Schon ein Kampf, den ich rausschneiden muss. Okay. Okay. Dämonensiegel habe ich schon angeguckt, ist nicht so was Wichtiges. Für die Leute, die das wissen wollen, was das ist, ich weiß es noch nicht, ich habe es noch nicht richtig gefunden. Ah, Dämonensiegel war ein Item, glaube ich mal. Oder? Ach so. War es eine Kapsel? Nein, oder? Dämonensiegel. Dämonensiegel. Okay, das ist irgendwas auszurüsten. Soll ich mal angucken? Ach, ich guck mir das einfach kurz an. Ach, der hat nichts auf. Machen wir auf 3. Warte mal. Machen wir mal so. Ich guck mal nach, wo der Dämonensiegel ist. Dämonensiegel? Dämonensiegel. Parfüm habe ich gefunden. Senkt, ja, das ist das, der kann selbst lesen. Dämonensiegel. 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 Ich weiß, da. Kann ich ja gebrauchen, mit ihnen Angriff zu töten. Obwohl sie schon sowieso sterben. Neuer Gegner. Mit, ach, Energie-Kombo. Töten wir ihn mal so. Und erwartet nicht so viel Schaden von denen. Oder gar keinen Schaden, die können nichts. Ja, greift die Insekten an, ist besser. Ach, wie kannst du auf einer Banane rausrutschen? Okay, er wollte nicht sterben. Ja, greift den Affen an, ist kein Problem. Dafür schlägt sowieso zurück und bist weg. Jetzt haben wir eigentlich bisher fast alle Gegner in diesem Dungeon gesehen. Wir müssen erst nach oben und nach rechts, um da was zu machen. Okay. Da seht ihr schon den Stumpf. Wir müssen erst den hier bewegen. Damit wir links, also unten, runter, rechts gehen können. Und es einen Sinn hat. Wenn ihr das nicht gemacht hätten, die jetzt extra wieder zurückgehen sollen und das machen müssen. Ich habe schon alles ausprobiert, deswegen spreche ich aus Erfahrung. Und ich war so dumm und habe sowas gemacht. Okay, muss ich dann hier. Dann muss ich den vorderen Stein da vorne rechts bewegen, nach vorne. Da kann ich da. Kann ich dann ihn jetzt töten? Nee, ha. Töte einfach mal die ganzen Gegner hier. Das ist sehr, sehr gut. Ich verstecke jetzt mal die Kaioken. Dreifache Kaioken. Oder drei Level starke Kaioken. So, bewegt. Jetzt können wir an die Truhe daran.
superheiliges Wasser, das sein superheiliges Wasser war doch irgendwas zum Heilen. Ach hier. Nichts Besonderes. Okay, geschafft. Dün, dün, dün. Ich wünschte, ich hätte die nicht als Kompan. Die nehmen mir zu viel Zeit weg. Wachsinn. Ach. Habe ich das gerade gelesen? Wachsinn. Das ist bestimmt ein Ausrüstungsobjekt, sondern wetten. Ach, das muss ich mal jetzt ansehen, aber. Wachsinn. Schaut auf Gegenangriff mit aktiver Abwehr. Okay. Seine Kacke benutzen. Hey! Jetzt fehlt nur ein Baum bei Raditz, wo wir gegen Raditz gekämpft haben. Ach, gehen wir den Weg. Speichern. Oder nicht. Nur einfach aufheilen. Jetzt geht's los. Jetzt kommt bestimmt ein Boss oder so. Jetzt haben wir alle Bäume gemacht. Oder? Eigentlich schon. Ja, ich wusste es. Oh. Jetzt hat sich da ein Portal geöffnet, oder was? Okay. Jetzt kommen wir zu einer mystischen Welt. Oh, eine ganz mystische Welt. Voller Abenteuer und Action. Besser als Dragon Ball. Niemals. Ey, das ist echt gut, dass ich diese Ninja-Sandalen habe. Sonst hätte ich jetzt auf dem Weg bestimmt 3 Zufallskämpfe gehabt. Geh in das Licht, Son Goku. Geh in das Licht. Das sieht wie eine kleine Miniatursonne aus. Hey! Das sieht doch mal geil aus. Das ist mal cool. Kann ich auch irgendwas machen? Rede mit dem Baum. Es ist Extev. Der Baum sieht doch mal geil aus. Also hier leben die Geister? Ist ja riesig. Ich muss den Ältesten finden. Was macht Raditz jetzt hier? So, du bist also auch hinter dem Geistkristall her? Wieso bist du denn hinter dem Geistkristall her? Du weißt nicht mal, was es ist. Raditz, du bist noch hier? Du gibst wohl nie auf. Das hättest du doch wissen müssen. Wenn ich den Geistkristall bekomme, werde ich sogar stärker sein als Emadayo. Son Goku ist schon stärker als Emadayo. Und was hast du dann vor? Was glaubst du wohl? Dann regiere ich in der Hölle. Okay, er will in der Hölle regieren. Kann er machen. Aber ich glaube, ich mache auch gleich einen Cut. Sonst wird der Part zu lang. Du Scheiße, ich glaube, er hat gar keine Chance mehr gegen mich. Oh, putzig. Oh, wie putzig. Jetzt greife ich einfach normal an. Greif mal schneller an. Ich muss gleich einen Cut machen. Das bringt bei ihm nichts, aber egal. Okay, wir sehen uns das nächste Mal.